Weil wenn man direkt hinter einem Gegner spawnt, ist er doch wohl fail. Hi! Und der nächste! Am Anfang dachte ich, hätte ein Scharfschützengewehr, war aber gar nicht so. Hi! Ich glaube, nach dieser Waffe kam ich noch nie. Oh, scheiße, Mann. Genau, 95 Punkte habe ich den abgezogen. Ne, doch, die hatte ich schon mal. Die hatte ich schon mal. Da, das meinte ich, wieder ein Spawn-Fail. Ein Fail vom Spawn. Und ich glaube, der... Oh, der gehört zum anderen. Muss nur noch ein Messern. Ja, toll. Hilfe bei Kill. Und was war das für eine Aktion? Schon um die Ecke gelaufen. Tot. Boah. Krass. Ich würde sagen, beweg dich mal. Oh, sauber. Was habe ich denn jetzt? M417. Gegner eliminiert. Den nächsten bitte. Oh, toll. Den hätte ich haben können. Okay, jetzt wird es gerade so ein bisschen... Na, hier ist doch gar nichts. Jetzt gerade ein bisschen kritisch. Cool. Was habe ich denn jetzt? Frage. Die JNG90... Das war, glaube ich, voll in die Klöße. Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Und nein. Na egal, spiele ich so lange Fütterer für die anderen. Ist der Level 100er wieder raus? Kann das sein? Ah, die Waffe ist das. Okay, der hat mich erwischt. Der Sack. Okay, die muss ich mir mal merken, damit übe ich da mal ein bisschen. Oh, ein Schuss und nachladen, das ist das immer. Und da war wieder die Situation, zwei Leute. Obwohl, diesmal hätte ich einen treffen müssen und verloren. Aber diesmal fand ich mich gar nicht so schlecht. Okay, immerhin Platz 6. Man kriegt da plötzlich irgendwelche Sachen freigeschaltet von Waffen, die man sonst nie benutzt. Handgun Ribbon habe ich auch ziemlich selten. Okay, bei Waffenmeister eigentlich Standard soweit. Oh, was ist das denn? Ach so, das ist eine... 29:20. Ich guck mal eben einen Auftrag, sehe ich gerade. Nein. Karabiner, da ist er. Ach so, das ist ein Präzisionsgewehr. Interessant. Na gut, noch eine Runde Waffenmeister. Obwohl, gerade habe ich gesagt, wenn der Level 100er da ist, rausgehen. Aber jetzt habe ich gerade so einen tollen Level gefunden. Okay, mehr auf den Kopf, mehr auf den Kopf. Ein schöneres Geschenk kann man doch gar nicht haben, oder?
Ja, sauber. 2% noch. Und ich habe den getroffen. Dann wäre dieses Kreuz nicht da gewesen. Oh, da kenne ich ja noch gar nicht hier den Level. Also unten rum zumindest nicht. Das ist wohl die Donja-Festung. Oh, ja, sauber. 8 Schuss noch sollte reichen. Na Mist, ich lade nach. Oh, da war gerade einer, obwohl der hat mich sofort umgemäht. Hätte ich keine Chance gehabt. Ja, okay, war klar. Der muss jetzt... Da ist er doch. Da war er doch. Und wir rennen wieder Quake-like durch. Boah, das hasse ich so, ne? Wenn man sich gegenseitig blockiert, kann man nicht einfach durcheinander durchlaufen? Gegner eliminiert. Und der hat jetzt auch seine neue Waffe durch mich bekommen. Genau, schalt den Bastard aus. Anscheinend nach könnte hier dann gar keiner mehr sein, ne, wenn mir alle entgegenlaufen. Boah, Mann, ich bin doch schon drin und dann falle ich tot um. Bestimmt eine Blutung nur gehabt. Okay, weiter Konzentration. Von der schönen Donja-Festung. Bestimmt von unserem Diktator. Hiernach bekomme ich erstmal die Magnum. Oh. Da haben wir sie doch. Magnum. Genau die falsche Richtung genommen. Ich kann ja mal einen so einen Part machen, wo ich versuche, nur in der Ecke zu hocken und gucken, wer vorbeiläuft. Schon richtig geile Taktik so. Nein, er gehört zu uns. Wie viel? 35% und der nächste kriegt den Kill. Bitteschön. Na, irgendwann hat den... Oh, lauf mal am Ende. Boah, springt er mir in die Arme. Krass. Okay, nachladen hätte ich mir sparen können. Hätte er mal vorher was gesagt. Ah, da ist er wieder. Ist bestimmt ein scheiß Cheater. Genau, wenn die gut sind, sind das Cheater immer. Da müsste man drauf achten, wenn einer... Ich meine, klar, ist das ein bisschen... passt das auch oft bei manchen Spielen. Wenn man super gut ist, dann ist man direkt ein Cheater. Man, dann hat man auf einmal einen Wallhack, einen Aimbot... Wird beschimpft. Ich meine, ich habe das nicht so oft. Aber vielleicht sind die auch einfach nur gut. Mal drüber nachgedacht. Komm, jetzt muss mir doch mal einer gegenlaufen. Jetzt muss mir mal einer gegenlaufen. Ha! Perfekt. Und der hat sich aufgeregt, weil Hilfe bei Kill. Mal so negativ, ich werde ihn jetzt abfackeln. Ach, komm schon. Also ich finde die Map ein bisschen unübersichtlicher als die andere. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hier gerade rumlatsch. Und wo die anderen dann rumhängen. Ich glaube aber hier unten ist ein Nest. Nein, oh du Sack. Ja, und wenn ich einen finde, der macht mich dann platt. Dankeschön. Ist klar. So, war gerade Zielscheibe Nummer 1 auf dem Platz. Oh, geil.
Schalldämpfer und jetzt hatte ich nicht mehr genug Gesundheit, glaube ich. Wäre so ein Tipp von mir. Okay, weiter geht's. Hier in der Donja-Festung. Ich meine, ich lunze sie auch immer runter zu der Karte. Was jetzt nicht immer so viel bringt. Obwohl, Messer möchte ich auch ganz gerne. Dann regen die sie bestimmt richtig auf. Wird denen der Kill abgezogen? Mein Gott. Treff den doch. Mach schon. Na gut, immerhin konnte ich noch mal draufhalten. Reinhalten. Wenn ich den schon überhaupt nicht treffe. Komm, das macht doch so viel Spaß damit. Ah, komm ja nicht raus. Das Levelende, Levelgrenze. Oh, hier ist bestimmt nicht gut, wo ich jetzt hier gerade herlaufe. Ma. Kommen nur Teamkameraden entgegen, mehr aber auch nicht. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich dachte, es wird ein Gegner hochkommen. Und dann, was kommt da hoch? Wer drei Teamkameraden? Gegner gibt es nicht mehr. Gegner sind aus. Darf es auch ein bisschen mehr sein? Mal, wo sind die denn? Komm schon. Gab man immer als Hilfe. Komm schon. Oh mein Gott. Okay, wieder ein neuer Hinterhof. Ich gehe mal durchs Hintertürchen rein. Könnte aber bestimmt eng werden, wenn hier mehrere sind. Oh ja, sauber. Hinter mir war noch jemand. Tot. New Flying Dutchman. Welchen Level hat er denn? Nur 63. Och, geht doch. Ich finde, man sollte mal so eine Levelgrenze einbauen, wie bei StarCraft. Dass nur ungefähr Leute mit demselben Skill zusammen zocken dürfen. Jetzt erzählt mir nicht, das ist unmöglich, das geht doch schon. Ja, toll. Da war der letzte Kill. Da war der letzte Kill. Habt ihr gesehen? Der hat noch sein Messer so reingesteckt. Ich hätte es verhindern können. Okay, die ist ja weitaus schlechter als gerade, würde ich fast schon sagen. Aber KD bestimmt nicht so schlecht. Ja, zusätzliche Punkte. Komm schon. Am Abzug hat sich 2 Pixel breit bewegt. Okay, 3. Okay, KD ist 1.0. Ist in Ordnung, nicht unter 0. Passt schon. Na gut, dann geht's weiter im nächsten Part. Tschüss.